Ja, hallo, heute wieder bei Keller WP. Heute haben wir einen Solokünstler hier, den Pierre Piel aus Köln. Hallo, Pierre. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, du spielst ja jetzt nicht so wie jeder eine Gitarre in Standardhaltung, sag ich mal. Du spielst da ein bisschen anders. Wie bist du darauf gekommen, dass du mit den Füßen Bass spielst und dieses Tapping? Ja, genau. Also, das hat alles eigentlich mit dem Tapping angefangen. Also, ich spiele halt schon ewig Gitarre und irgendwann, ich bin so ein Typ, ich brauche immer irgendwas Besonderes, sowas. Ich muss irgendwie was machen, was wenig Leute machen. Und da ich ja ein Kind der Generation YouTube bin und ich da einen Gitarristen gefunden habe, der halt dieses Lap-Tapping macht. Mhm. Also Lap-Tapping bedeutet halt, dass die Gitarre quer auf dem Schoß liegt, ja, das Lap, und halt Tapping, dass man per Drücken nur spielt. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich mir dachte, boah, das musst du jetzt machen. Und dann habe ich da halt einige Stunden rein investiert und das lief dann auch nach einer Zeit ziemlich gut. Und ja, dann war halt irgendwie, dann war ich wieder an so einem Lernplateau angekommen und ich habe mit einem Freund zusammen Musik gemacht und irgendwie, wir haben versucht, eine Band zu gründen, aber irgendwie nicht so die richtigen Musiker gefunden, die Lust hatten, das so mit uns durchzuziehen. Ja, und dann haben wir uns die Gedanken gemacht, boah, was können wir denn machen, dass wir zu zweit auch irgendwie spielen können und es trotzdem mehr ist als das typische Singer-Songwriter, kam halt die Idee, die Füße zu nutzen, die wieder frei beim Gitarre spielen. Dann habe ich erst angefangen, so Schlagzeugsachen zu machen mit den Rasseln hier mit dem Schellenkranz. Das wurde aber auf Dauer so anstrengend, weil ich irgendwann nur noch hier so am Monitor war. Ja, da hatte ich dann gar keine Lust mehr drauf. Und da kam halt die Idee mit dem Bass. Der Bass hat ja dicke Saiten, der hat viel Platz dazwischen. Und ja, das war halt so irgendwie so ein Hirnding. Und mein Mitbewohner hatte einen Bass zu Hause, habe ich direkt mal gefragt, darf ich den ausleihen, mal was ausprobieren. Habe ich gemerkt, gut, es geht. Ich muss mich zwar sehr drauf konzentrieren am Anfang, halt den C da hinzusetzen, wo er hin muss. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie, okay, das ist auf jeden Fall drin. Bin dann dran geblieben und ja, und jetzt läuft das fast von alleine. Feine Sache, ja. So kommt man darauf. Ja, okay. Man braucht einfach Langeweile, ne? Ja, so ein bisschen. Okay, okay, du spielst es jetzt. Ein, zwei Lieder. Genau, ja. Alles Einkompositionen. Ja, alles Lieder, die ich auch mit diesem Freund zusammengespielt habe, Max und Pierre. Und das erste Lied heißt Uja. Das ist auch unser Albumname. Ja. Wem es gefällt, der kann natürlich auch gerne im Internet unsere CD bestellen. Und da kommt sogar noch eine dritte Gitarre dazu. Mhm. Das ist dann eine E-Gitarre, die dann auch noch über so Tapping gespielt wird mit einer Hand. Aber das seht ihr ja dann gleich selbst, wie das gemacht wird. Und das zweite Lied heißt Esperanza. Mhm. Das ist, ja, so in meinen Augen irgendwie so mit meinem Lieblingslied von denen, die ich spiele. Und auch der Opener auf unserer CD. Mhm. Und das könnt ihr dann gleich hören. Ja, cool. Wir freuen uns drauf. Wir verlinken natürlich auf unserer Seite zu Piers Facebook. Profil, da könnt ihr dann CDs bestellen, gucken, wo der Pierre auftritt und ja, einfach mal ein bisschen verfolgen, follow him. Ja? Ich würde mich freuen. Ja. Und jetzt hören wir Pierre Piel aus Köln live. Hört gut zu. Mhm.